Hallo ihr Lieben, hier ist Juliane mit Vlog 21, Episode 16. Und heute geht's weiter mit dem Vlogpost von gestern. Die kleine Lücke zwischen Inspiration und Handeln. Ja, ich habe gestern gesagt, dass für mich das kleine Wörtchen, die kleine Frage, wofür oder warum, die Brücke sein kann zwischen Inspiration und Handeln. Und heute würde ich gerne mit euch die Techniken teilen, die ich selber auch benutze, um meiner Leidenschaft, wenn sie ein bisschen Feuer braucht, wieder neues Feuer zu geben. Ja, weil manchmal ist es so, dass man vielleicht sein Ziel hat und auch klar hat und auch seinen Zweck und sein Warum sehr klar hat. Aber vom Außen ist es so, dass man vielleicht ein bisschen down ist und dann braucht man wieder selber Antrieb und Selbstmotivation. Und diese Techniken, die ich da selber auch benutze, die helfen mir immer sehr gut dabei. Die erste Technik ist meine Zielkarte. Ja, auf der steht Think Happy, Be Happy, denk glücklich, sei glücklich. Und wie schon der Name sagt, Zielkarte, da steht mein Ziel drauf und das lese ich mir morgens und abends durch. Ja, lese ich mir laut vor und verbinde mich sozusagen mit dem Ziel oder da, wo ich hin möchte. Und stelle mir natürlich auch das schon bildlich vor. Die zweite Technik, die ich anwende, ist dieses Tagebuch. Ja, das Tagebuch Elevated Thoughts der Firma Elevated Worldwide. Das ist ein Tagebuch von kreiert von Tony Child, einem Consultant von Thinking into Results. Das Programm, was ich beendet habe von Proctor Gallagher Institute. Und in diesem Buch schreibe ich mein Ziel rein, verbinde mich sozusagen wieder mit meinem Ziel und ich trage dann natürlich auch rein die Schritte, die ich täglich mache, um meinem Ziel näher zu kommen. Manchmal gibt es Tage, da macht man nur kleine Schritte, manchmal macht man auch Schritte wieder zurück. Aber es gibt auch Tage, wo man große Schritte nach vorne macht. Ja? Also einfach sich nicht unterkriegen lassen davon und positiv bleiben. Das ist ganz wichtig. Also so ein Tagebuch ist sehr, sehr gut, um am Ball zu bleiben, weil das ist wichtig, immer am Ball zu bleiben. Die dritte Technik, die ich selber anwende, ist Visualisieren. Sozusagen ein Kopfkino, was man abspielen lässt und wo man selber der Hauptdarsteller in diesem Film ist. Ja, und man bringt sich seinem Ziel näher, weil man sich schon am Ende, am fertigen Endprodukt sieht. Und man verbindet sich auch wieder mit seinem Ziel. Man stellt sich das sehr lebendig vor. Und man sollte es auch jeden Tag anwenden, also nicht nur einmal. Wiederholung macht es natürlich. Haben diese drei Sachen auch gemeinsam, dass es um Wiederholung geht. Also es ist nicht nur einmalig, sondern immer und immer wieder, weil erst dann wird man auch darauf programmiert, dass man an seinem Ziel dran bleibt, am Ball bleibt sozusagen und auch immer wieder die Leidenschaft neu dafür entwickelt. Ja, weil es geht um Leidenschaft für sein Ziel, weil man hat es sich gesteckt und der Zweck ist da. Und warum ist er da? Weil der etwas in dir ausgelöst hat, was mit deinem Herzenswunsch zu tun hat. Und deshalb muss dieser Herzenswunsch auch manchmal wieder diese Leidenschaft neu bekommen. Und diese Leidenschaft muss dann manchmal auch wieder neues Feuer bekommen. Und das kann man mit diesen Techniken zum Beispiel ganz gut erreichen. Ja, ihr Lieben, wenn das hilfreich war für euch und ihr vielleicht auch einige Techniken von euch teilen möchtet, dann macht das gerne auf meinem YouTube-Kanal oder auf Facebook und ich würde mich freuen, von euch zu hören. Morgen geht's weiter, ihr Lieben, und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss, eure Juliane.